Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mark of the Ninja. Wir sollen Graf Karajan fertig machen, der muss sterben und deswegen heißt es für uns, wir machen uns auf zu Hessian Services und werden uns da mal ein bisschen drin umsehen. Ich muss allerdings dazu sagen, ich habe diese Stelle schon mal gespielt, weil ich schon mal einen Versuch unternommen habe, die zweite Aufnahmesession anzugehen. Allerdings war das jetzt gerade vor ein paar Tagen, als es 40 Grad waren und ich musste leider nach kurzer Zeit feststellen, dass es eine ganz dumme Idee ist, bei 40 Grad aufnehmen zu wollen. Nicht wegen der Technik, die hat mitgemacht. Das Problem war aber, mein Hirn hat nicht mitgemacht. Also es war so grässlich, dass ich es dann abgebrochen habe und deswegen kenne ich aber leider schon das erste Stück jetzt hier und ich habe auch schon jetzt ein paar Skills erlernt. Das werden wir uns dann anschauen, das geht erst ab einer bestimmten Stelle offenbar. Die sind jetzt aber halt schon drin. Gucken wir uns dann an, wenn wir an der Stelle sind. Vielleicht sammeln wir dadurch jetzt noch ein paar extra Punkte. Wäre ja auch nicht so schlimm fürs Skillen, schätze ich mal, ne? Gut, los geht's. These buildings are protected by high-tech tripwires. But you can wreck them all with a simple bamboo dart. Das wird witzig, aber der eine Bambuspfeil reicht uns aus, um einfach mal in den Stromkasten zu hacken. So. Wir können auch hier durchwerfen direkt. Es klappt nicht immer, aber manchmal funktioniert's. So, und dann schauen wir uns doch mal hier ein bisschen um. The main transformer should be nearby. Destroy that, and you'll bring down all the lights. For a time. Glücklicherweise geht der Laser immer vor dem Ding lang, sodass wir hier ohne Probleme rumwuseln können. Ich bleib mal lieber hier dahinter. Okay. Wir gehen lieber oben rum. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Ich will mal versuchen, so wenig Leute wie möglich umzubringen. Vielleicht kommen wir damit Watch. Ganz gut durch. The alarm switch off when the guard walks past them. Or when it's dragged past them. Scheiße. Das hat ja super geklappt. Komm, bring mich um. Töte mich. Ist schon mal wieder ein guter Start für den Anfang. Aber hey, was soll's. Ist auch kein Wunder. So ist vielleicht besser. Ich mache halt einen ziemlichen Krach damit, wenn ich hier runterspringe, ne? So. Mal schauen, wir könnten ihn jetzt natürlich umbringen, aber eben das will ich ja gerade nicht. So. Siehst du mal, geht auch so. Kein Ding. Schauen wir uns noch mal ein bisschen weiter unten um hier. Wir hätten jetzt natürlich auch oben bleiben und ihn halt überhüpfen können, aber muss er nicht sein. So, das war's für den Strom hier. Jetzt müssen wir bloß noch schauen, dass wir an ihm vorbeikommen, aber ich sehe schon, wir haben ja da günstigerweise ein kleines Hilfsmittel mit. Und da drüben. Du kannst natürlich auch einfach so machen. So, davon kommen wir eh nicht lang, also hier weiter. Gut. So weiter, das ist doch funktioniert. The transformer should be close, but be careful. The catwalks are crawling with guards. Ja, ich sehe schon. Okay. Lass es uns angehen. Die können wir gar nicht zerstören, das ist ja auch toll. Ja gut, aber über den können wir theoretisch einfach drüber springen und dann können wir uns gleich in der Luft dort dran machen. Ich glaube, hier oben kommen wir nicht weiter, ne? Nee, das... Zumindest nicht, ohne dass wir entdeckt werden und dann kämpfen müssten. Aber das will ich ja nicht. So. Wie sieht's denn aus hier unten? Wir könnten hier drüben dann theoretisch ranspringen, aber ich weiß nicht, ob uns da nicht vielleicht hört dabei. Hüpf mal runter. Nee, geht. Wunderbar. Oh, ho, 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 ho. Ja gut, so ist in Ordnung. Geht er an mir vorbei? Ah, aber nicht weit, ne? Das ist natürlich scheiße. Das ist ein bisschen shitty, aber wir könnten theoretischerweise runterspringen. Das Problem ist, wie mache ich dann weiter? Ja, ich glaube, ich weiß wie. Das hier oben ist mir zu heikel. Ich werde es lieber unten probieren. So, warte ich mal kurz, bis der unten sich wegdreht. So, läuft. Jetzt
gehen wir einfach mal hier oben dran und warten, bis er unten durchgelaufen ist. Dann können wir hier problemlos drüben ranhüpfen. Oh Gott, nee, das ist aber arschknapp. Weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich probier's. Ich probier's einfach. So, geht. Ha! Läuft. Hätte ich gar nicht gedacht, dass wir so gut da an der Stelle durchkommen. So far, so good. So, ich weiß nicht, ob wir hier unten richtig sind. Oh. Machen wir das Ding nochmal aus. So, das hätten wir. Weiter geht's. Und hier an der Stelle haben wir zum ersten Mal so eine Fahne. Vielleicht habe ich auch eine schon übersehen im Level davor, aber in dieser Fahne können wir Upgrades erwerben. So, Upgrades. Mehr Fähigkeiten zum geräuschlosen Töten. Aufrüstung und Upgrades können jetzt mit den Punkten freigeschaltet werden. Hol dir mehr Punkte, indem du Level abschließt, Siegel vervollständigst und Rollen findest. Weitere Upgrades, keine Ahnung, was da noch dasteht. Okay. Und wie ihr seht, habe ich hier schon was erworben. Diese Knaller, die Geräuschentwickler, die werden wir gleich noch kennenlernen. Die hat man automatisch dann im Laufe des Levels. Aber diese beiden Skills habe ich schon erworben. Also das Henkerslied, drücke die linke Maustaste, während du an einem Haltepunkt hängst, um einen Feind zu packen und ihn zu erwürgen. Wir werden noch sehen, was es mit den Haltepunkten auf sich hat. Und der kaiserliche Abgrund, während du direkt unter einem Feind stehst oder hängst, drücke nach oben und dann die linke Maustaste, um ihn in sein vorzeitiges Grab zu ziehen. Das ist wirklich nicht schlecht. Denn bisher können wir eigentlich nur an Vorsprüngen die Leute runterziehen. Und damit geht es eben auch, wenn wir nicht am Vorsprung hängen, sondern eben unten drunter letztendlich. So, hier werden wir wahrscheinlich auch noch ein paar Sachen dazu kriegen. Haben wir momentan aber noch nichts zur Auswahl. Remember, if a guard is blocking your way, you can try to distract him. Deswegen machen wir einfach mal direkt weiter. Und, ach, wir haben die Geräuschentwickler schon dabei, alles klar. Stimmt, ich glaube, die hätten wir hier oben jetzt gefunden an der Stelle. So, dann werfen wir das doch mal hier rüber. Das war heldenhaft. Na komm schon. Hey, what was that noise? Nichts, nichts. So, und damit haben wir ihn schon mal überwunden. Komm, geh weg. Oh, das dauert, glaube ich, noch eine Sekunde. Ah gut, der hat es schon aufgegeben. So, damit haben wir ihn schon mal hinter uns gelassen. Wechsel die Gegenstände mit den Zahlentasten, das wissen wir ja. So, hier drüben ist der Stromkasten, den wir platt machen müssen. Also hüpf. Oh, man muss natürlich auch drauf zielen. So, da haben wir es auch schon. Einfacher als gedacht. Weiter geht's. Ich sag euch, ich habe mich so dumm angestellt, als ich hier das erste Mal das gespielt habe. Das ist unglaublich. So, aber wie gesagt, es war schweinewarm an dem Tag, an dem ich das versucht habe aufzunehmen. Und da habe ich es dann doch lieber gelassen. Also das war echt nicht feierlich. Oh, 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 oh. Das war nicht so gut, glaube ich. Na gut, da bleibt er vor. Wissen wir also schon mal Bescheid, dass hier einer rumkriegt. No set target over here. So, wenn das so ist, dann können wir schon mal wieder hier hingehen. Ich hoffe mal, er läuft jetzt. Ansonsten, er muss theoretisch nicht laufen. Ich kann auch über die Decke kriechen. Sieht auch ganz danach aus, als ob er nicht laufen möchte. Gut, machen wir es doch mal. Achso, wir können gar nicht langlaufen. Wir müssen dann reinkriechen. Gut, können wir aber auch machen. Denn hier oben gibt es was zum Sammeln für uns. Ups, falsche Taste. Ein kleines Mini-Level. Da oben müssen wir hin. Der Gegenstand ist schon nicht mehr da. Ich habe es, wie gesagt, schon mal gemacht. Der Schicksalsraum. Bewegung zieht die Blicke auf sich. Wir schauen uns mal an hier. Mit dem Schalter können wir das erstmal deaktivieren. Wenn wir hier draufsteigen, passiert eben jenes. So, wir müssen irgendwie oben durch. Ich weiß ja jetzt natürlich schon, wie es funktioniert. Ich habe auch eine Weile gebraucht, bis ich damals hinten drauf gekommen bin. So, auf jeden Fall stellen wir erstmal die Kiste hier oben hin. So, fand ich auch ganz interessant, dieses Mini-Level.
So, dann hauen wir uns die Kiste nach unten. So, warte mal, wie mach ich das? Nee, ist schon okay so. Die steht eigentlich ganz gut. So ist sie eigentlich ganz okay von der Stellung her. So, dann aktivieren wir den Schalter wieder und sehen, wir blockieren damit momentan die Laserstrahlen. So, dann schieben wir das mal rüber. Das bringt uns jetzt gar nichts da oben. Aber wir können hier die Kiste drauf schieben. Damit sind uns jetzt sämtliche Laser egal. Und hier oben ist jetzt auch Platz. Von daher müssen wir jetzt nur noch ganz gemütlich hier oben lang klettern. Und dann haben wir es auch schon. Geschafft. An der Stelle gab es eben eine Rolle, glaube ich. Aber ist jetzt auch nicht der Riesenverlust, den Spruch von der Rolle nicht gehört zu haben, weil die ja doch nicht so doll sind. So, aber wie schütteln wir den denn jetzt ab, ist die Frage. Mit Knallern? Weiß ich nicht. Warte mal, können wir eigentlich hier rauswerfen? Das wollte ich nicht. Das war die falsche Taste, die ich gedrückt habe. Ah, es geht also. Oh, ich habe keine mehr. Das ist natürlich schlecht. Gut, wie machen wir das denn jetzt? Wartet mal. Na komm schon. Huh? I think I heard something. Ja, ich weiß. Hey, what was that noise? Keine Ahnung. Geh doch mal nachschauen. Oh, ich treffe ihn. Das ist natürlich nicht der Plan dabei. Ah, sehr gut. Nichts, nichts. Geh mal da drüben schauen am besten. Spring mal in die andere Richtung. Na komm schon. I hear someone. Ja, ich weiß. Na komm. Stell dich nicht so an. Hallo? Du musst das doch hören. Willst du mich verarschen? Oh, dieser Typ. Unglaublich. Nothing here. Na klar ist das hier. Geh mal richtig nachschauen, Mensch. Hallo? Reagier drauf. Geh rüber. Los. Mach's doch mal so. Komm, wir schießen ihn ein bisschen ab. Ah, kannst du nicht noch ein bisschen weitergehen vielleicht? Komm schon. Ich trau mich nicht. Hey. Ja, das war zu erwarten. Das war zu erwarten. Ich wollte es trotzdem mal probieren. Vielleicht klappt es ja, dachte ich mir. Aber war dann nicht ganz treffend. Huh? Mach es doch mal einfach von hier aus. Warum mache ich es mir denn so schwer und versuch's da unten? Wait. I think I heard something. Hey, shit, oh, komm schon. Genau in dem Moment dreht er sich um. Ist doch nicht dein Ernst. Warum ich mich übrigens umbringen lasse, ich möchte natürlich gern... You hear that? Nein, du hast nichts gehört. Ich würde natürlich gern die Punkte kassieren fürs Nicht-Entdeckt-Werden und vor allen Dingen kosten es halt auch Punkte, wenn man entdeckt wird, schon auch so, also wenn man den Alarm auslöst jedes Mal. Dann kostet das ja auch Punkte. Und das würde ich gern vermeiden. Na komm schon, geh noch ein Stück darüber. Hallo? Hallo? Ja, hallo, hier. Hier drüben, weiter links. Alter, komm! Huh? I think I heard something. Ja, dann geh doch auch hin. So, ich mach's mal so. Vielleicht funktioniert das ja besser. Wenn er kein Licht mehr hat, dann ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Ah, waste of time. Ja. Waste of time. What was that? Ein Geräusch. So, und damit haben wir ihn doch auch schon überwunden. War doch am Ende gar nicht so kompliziert.